Ja, nach der letzten Saison haben wir uns entschieden, in diesem Jahr wirklich ein Zwischenjahr einzulegen. Ihre Highlights werden nochmal die Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele sein dann in Italien bzw. in Sotschi. Und darauf werden wir uns auch entsprechend vorbereiten. In diesem Jahr haben wir ihr mehr oder weniger erstmal Freiraum überlassen, das ganze Frühjahr über. Sie hat das gemacht, wo sie Lust hatte, und das sollte sie auch tun, damit sie den Kopf nochmal komplett erstmal wieder freikriegt, Motivation auch damit sammelt für das, was kommen soll. Und jetzt ist es eigentlich so, dass sie wieder ganz normal im Training ist, aber natürlich der Leistungsstand momentan nicht der ist, der für den Weltcup entscheidend sein sollte. Deswegen werden wir das kurzfristig entscheiden, dürfen wir da im Winter dann noch machen.